Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Portal Stories. Okay, wir kriegen erstmal ein Cube. Ah, ich sehe schon. Wir müssen das so machen. Ja, oder auch nicht. Wir brauchen erstmal blaue Farbe, wie es aussieht. Okay. Moment. Dann legen wir erstmal kurz den Würfel darauf. Das macht das, okay. Machen wir das erstmal kurz so. Und jetzt nochmal so, wie ich es eben geplant hatte. Sehr geil, okay. Jetzt haben wir hier den Würfel. So. Wenn ich jetzt zusammen mit dem Würfel... Ach so. Okay. Ich habe eine Idee, wie wir das machen könnten, möglicherweise. Zack, zack. So, jetzt ist er drüben. Jetzt müssen wir... So. Und nochmal hier auf die andere Seite. Jetzt so mach... Obwohl, nee, Moment. Nee, Moment. Doch, eigentlich, also... Hä? Okay, ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass ich dann hier wieder wegkomme, aber ich komme ja nicht wieder weg. Oh, Moment, nein, okay, ich habe eine Idee. Mach ich das mal eben so. Und dann brauche ich hier. Genau. Jetzt brauche ich den Würfel. Alles klar, Leute. Okay. Das ist ein schönes Rätsel gewesen. Das hat mir sehr gefallen. Muss ich ja schon sagen. War geil. Gut. Lol, habe ich gerade übersteuert. Holy moly. Tut mir leid. Alter Vater. Das war, da war die Leiste schon rot. Nicht mehr grün für die normale Audio-Anzeige, sondern schon rot. Das hatte ich auch noch nicht, ey. So, about before. You can get why I said all that, right? I'd rather not have my one chance of escape have a panic attack and die on me after years of being suspended in a faulty relaxation vault. Which could be a real possibility, because as my records show, the old test could cause heart attacks after small exposure to the chemicals. And you were pumped full of them. So, let's all just take a breath and start over. My name's Virgil. I'm a core from up in the Enrichment Center. And before you even think of asking, yes, there is a building above you, and yes, I came from it. I'm not crazy. Don't be too alarmed, though. A lot's changed since you got put on ice. Merk ich. Da kommt blaue Farbe runter. Was ist hier? Nichts, was mir jetzt... Obwohl.
Okay. Ha. Erstmal einen schönen Überblick verschaffen hier. Wenn ich so jumpe, bekomme ich schon mal einen Würfel, den ich safe darüber bringen muss. Das dürfte eigentlich auch gar nicht mal so schwer werden, oder? Moment. So. Und jetzt einfach nochmal so. Uppa. Wow. Müssen wir den Würfel behalten? Müssen wir den Würfel wieder mitnehmen? Warte mal, das macht das hier weg. Moment, so. Dann nehme ich mal das da. Ah! Okay, Moment. Ich kann ja, Moment, dann kann ich ja den da erstmal liegen lassen. Mich jetzt hier durchwürsteln, sag ich mal. Damit ich da erstmal ein bisschen Farbe hinkrieg. Und jetzt muss ich da einmal durch. Ja. Moment. Kann ich das da drehen? Nee. Ah, ich komm nicht an. Doch. Good job, Mel. See that pipe there? Got the repulsion gels leaking on? That'll take you to the pumping station. Jump down and walk on it. Oh, and try not to fall off. That goo down there is corrosive. And it doesn't like human skin. Okay. Ganz chillig, einfach über die Rohre klettern, wenn unter uns eine tödliche Flüssigkeit ist. Das ist natürlich mein täglich Brot. Würde ich meinen. Okay. Nein! Ich wollte eigentlich da oben noch weiter klettern. Verdammt. So, ich glaube, da kann ich auch nicht rauf, denke ich mal. Gucken wir uns doch mal hier um, da kommen wir auch nicht hin. Da wären wir safe hingekommen irgendwie. Kann ich hier nicht? Nee, kann ich nicht, okay. Okay, hier müsste ich durch. Was ist hier hinten noch so? Okay, hier komme ich wieder hoch. Hallo? This next chamber is a giant microwave. If your internal organs begin to combust, you may want to start solving the test quicker. Okay. Alles klar? Geht das nicht? Nein, es geht nicht, okay. Now, according to my records of this room, there should be a turret shooting range at the far side of the room. If you can get through there, you should be able to get to the fourth testing track. That'll take you up to where I am. Okay, ich brauche orangene Farbe auf der ganzen Strecke da. Wie kriege ich erstmal orangene Farbe an? Irgendwo hier. Irgendwo da oben wahrscheinlich, oder? Oh, ich erinnere mich an diesen Test, der war scheiße. Der Test war einfach der Horror.
So, das ist das Einzige, woran ich mich noch erinnere. Aber ich glaube, ich habe ja auch 3 Parts oder so verbracht. Ich konnte doch irgendwo... Ja, da konnte ich zum Beispiel, genau, Portale machen. So, wenn ich jetzt hier... Nee. Wie kriege ich... Die orange Farbe kriege ich safe da hinten irgendwo an, ne? Ja. Es könnte... sein. Ich würde gerne... dort rüber. Und dort rüber. Das geht bestimmt auf einen viel einfacheren Weg. Aber das ist jetzt egal. Okay. War hier unten irgendwie... ne, egal. Okay. Da. Jetzt kommt da orangene Farbe, sehr geil. Jetzt mache ich mir noch mal hier ein bisschen Farbe hin. Jetzt würde ich das gern wegmachen. Zack, zack. Einfach durchrennen. Ich war doch schon durch. Nein. Ich war doch schon. Nein. Ich habe gerade übersteuert, Baba. Es tut mir leid. Ich muss das irgendwie nochmal fixen, dass ich nicht mehr übersteuere. Muss man da ein bisschen hinmachen, genau. Da ein wenig hinmachen. Und durch. Was ist hier? Ah. Okay. Puh. Ah, great. Should be a straight shot to the next testing track. Go to that door down at the very end. You know, the one with the giant wheel on it. Do it again. It'll open this time, I swear. Just give it some elbow grease. Oh, come on, you got this. One more shot. Well, great. You can fling yourself all over the place and get past some old turrets that are firing live rounds, but you can't get a door open. What kind of Olympian are you? Alright. Let's see what we can do. There's a longer route through a repulsion gel pumping station. Guess you're going to have to go that way. For real? Alles klar. Blaufarbe. Will ich gerne haben. Get through this pumping station and prepare yourself to get out of Brava Volta into the Lima Whiskey testing track. That should bring you closer to me and to your own escape from this facility. All right, I know what you're thinking. What on earth is going on here? Yep. Well, Aperture's early tests weren't always that successful. You were unlucky. That was the worst test Cave Johnson ever greenlit. But it's nice for me to have an Olympian at my disposal. Yeah, I have that information from you at the 1936 Nuremberg Olympics. You should have gotten that silver medal. Danke. Finde ich auch. Bin ich auch der Meinung. Okay, dann ich gehe erstmal nach oben. Okay, ich könnte jetzt hier durchgehen. Oder hier unten durch. Ich will erstmal da unten lang gehen, weil ich denke, das ist hier kein richtiger Weg. Ja, ich hatte recht. Wow. Was bringt mir dieser Raum hier? Nichts. Okay. Akzeptiere ich so. Ist okay für mich. Wo zur Hölle sind wir jetzt? Holy Macaroni.
Kann ich einfach irgendwie... Einfach hier durch? Du hast einen Exit. Kann ich einfach zum Exit gehen? Vielleicht, möglicherweise. Ist das möglich? Good. You know how to find the elevator out of here. Don't get me wrong. I admire your enthusiasm, but I would have told you if that was working. They boarded it up when they kept building above this facility. Sorry, but that's not gonna do anything. The chairs are comfy, though. Ach, Manno. Hätte ja klappen können, Leute. Vielleicht so ein Easter Egg. So ganz chillig. Ja, du kannst rausgehen. Okay. Okay, hier ist irgendwie nichts. Okay. Da hinten kann ich, glaube ich, auch nicht durch. Ich glaube, ich muss hier unten lang, ne? And our good luck just ran out. I can't override the locks to that test chamber. Maybe. Maybe there's a way over it. See if there's anything you can use. Alles klar. Those of you that smoke may want to steer clear of this next one. We've coated the propulsion gel in gasoline. Thought it might increase the acceleration properties of the gel. Turns out it's just extremely flammable and ignites when you run on it. Okay. Moment, gibt es hier unten irgendwo Felder, auf die ich schießen kann? Bestimmt safe gegen die Wand da, oder? Ja, wir sollen ja... Warte mal, wir sollen rüber, ne? Moment! Ich lasse das Portal da unten mal erstmal liegen. Also, ja. Liegen. Alles klar. Ich lasse es da einfach mal. Guck mal, ob ich jetzt irgendwo da oben noch ein Portal machen kann. Ja, klar, hier. Ja, und jetzt muss ich nur... Reicht das schon? Fast. Okay. Nein. Okay. Das war... Ja. Hat nicht so gewirkt, wie ich wollte. Jetzt bin ich wieder hier. Achso, nein, okay. Moment. Moment. Ah! Es hat funktioniert, Leute. Es hat funktioniert. Ich glaube, auf den Test hätte ich auch keinen Bock gehabt. Alright, alles klar. I'm sorry for what I said back there. We're in this together. You're my ticket out of the junkyard down here. I'm your ticket to the outside world. I'll do my best to keep the insults at a minimum. Just try harder next time. Hey, ich gebe mein Bestes. Okay, das mit der Tür vielleicht nicht, aber... Gut, Leute. Aber ich würde sagen, das war's jetzt noch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.